Pass auf. Batz! Darf man jemanden angreifen, um sein Hab und Gut zu verteidigen? Zählt man die Länderstatistiken zusammen, gab es allein im letzten Jahr über 21.000 Messerattacken, mindestens 60 an jedem einzelnen Tag. Deutschland hat Neuwahlen. Es steht fest, am 23. Februar wird neu gewählt in Deutschland. Und in diesem Video möchte ich auf ein paar Sachen reagieren, die aktuell in Deutschland passieren und in Anbetracht dessen relevant sind. Mein Name ist Marco, ich bin der Gründer von Flirt Empire. Und wenn du irgendein Problem hast als Mann mit Frauen im Bereich Dating, geh auf flirtempire.com und lass uns zusammenarbeiten. Man sieht es hier, Neuwahl am 23. Februar. Weihnachtsmarktterror und das feurige Silvester sind dann also eingepreist. Neue Bundesregierung dann im Mai. 8 Wochen reichen doch locker aus, damit der durchschnittliche Allmann alles wieder vergessen hat. Und genau das ist ein Riesenproblem. Und damit du nicht vergisst, habe ich ein schönes Video jetzt für dich. Legen wir direkt los. Der erste Klatscher aufs Auto kam. Hier vom Kollegen. John Jones, oh, der Deutsche hier geht in Abwehrhaltung. Ah, Klatscher, Alter, der muss wehgetan haben an der Hand. Zweites Auto wird angefasst, zweimal angefasst. Er nimmt Anlauf von hinten und sprint auf ihn zu mit Handzeigen, um besser zielen zu können. Zeigt mit dem Finger auf ihn. Der Deutsche, Abwehrhaltung mit Händen in den Taschen, da kommt die Hand raus. Stand Switch. Leute. Der Deutsche, guck mal, wie er hier steht. Er hat die Hände in den Taschen. Das ist brutal. Eine Abwehrhaltung, wenn der Schwarze irgendwas macht, irgendwas, egal was, dann kassiert er hier einfach volle Möhre. Ich glaube, er hat sogar eine Brille auf. Das heißt, die Nase ist safe gebrochen bei einem Schlag. Hat die Maske auf. Brutal, lässt den Bierbauch hängen. Der Schwarze ist ripped. Nochmal hier schön gegen's rechte Rücklicht. Da kommt der Deutsche angerannt. Zum Konter, guckt aber erstmal, was ist an meinem Rücklicht passiert. Wichtig, weil das Auto ist wichtig. Der gute Volvo. Jetzt rennt er ihm hinterher. Das Rücklicht, das war ihm zu viel. Das war eins zu viel. Schwarze randaliert weiter. Klatscht rum. Drohgebärden. Jetzt gleich noch ein guter Kick. Pass auf. Batz! Da fällt das T-Shirt runter. Das war wahrscheinlich sogar sein T-Shirt. Ah ja, okay. Gute Analyse eigentlich. Das war sein T-Shirt noch. Und hier beim Rückwärtslauf sieht man hier noch den anderen Kollegen, der das ganze Spektakel von Anfang an wahrscheinlich beobachten konnte und sitzt hier in seinem Auto auch mit Maske. Auch mit Maske und macht gar nichts. Gut, da kann man sagen, okay, hier sitzt vielleicht die Frau daneben, hinten vielleicht noch ein Kind, wer weiß. Frau ist vielleicht auch schwanger, kann jetzt nicht das große Risiko eingehen. Den muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht hat er auch in der Zwischenzeit die Polizei gerufen, weiß man nicht. Und es ist ja nicht handgreiflich geworden. Also der Schwarze hier hat den anderen, ich sag jetzt einfach mal Deutschen hier, nicht angegriffen. Da war keine Berührung. Ja, aber guck dir das mal an. Es ist brutal. Es ist einfach brutal. Ja, und ich meine, ich wohne in Frankfurt. Und diese Form von Aggressivität ist dort tagtäglich gang und gäbe. Weil das hier ist ein massives Problem aktuell in Deutschland. So. Und Theresa Finn hat das hier gepostet unter dem Titel Die Wehrhaftigkeit der Deutschen, Symbolvideo. Der Betroffene wählt jetzt sicher CDU und dann ein Clowns-Smiley. Und in Anbetracht der Neuwahlen kann man sich mal hier die Kommentare reinziehen. Wie überraschend, dass der Typ, der im Auto Maske trägt, den Hampelmann nicht ausnockt. Maske hat mittlerweile richtigen Symbolcharakter. Das Problem ist, der Deutsche hat viel zu verlieren. Sein Auto, sein Leben, sein sauberes Führungszeugnis. Der Dunkelhäutige hat nichts zu verlieren. Ja und nein. Es gibt ja auch Ehre zu verlieren. Und auch Selbstrespekt zu verlieren. Und ganz ehrlich, wenn du in deinem eigenen Land lebst, ist egal, wer was. Es hätte ja auch ein Deutscher dich angreifen können. Du hast ja das Recht, dich zu verteidigen. So. Wer schaut denn so zu, wenn jemand sein Auto attackiert und dann noch so rumbrüllt? Klar, der hätte bewaffnet sein können, klar, der hätte ein Messer haben können. Wenn du nichts dabei hast, um dich zu verteidigen, eine Waffe oder was auch immer, auch schwierig. Und jemanden einfach mit einer Waffe anzugreifen, auch schwierig. Aber den davon abzuhalten, dein Hab und Gut anzugreifen, so gut ich weiß, darf man das sogar. Ich weiß nicht, wenn sich jemand mit Recht auskennt,
Kann der das Ganze mal posten? Ich google es mal. So, ich habe jetzt mal gegoogelt. Darf man jemanden angreifen, um sein Hab und Gut zu verteidigen? Hier die ARAG-Versicherung sagt, in Deutschland haben Sie das Recht, sich selbst oder andere bei einem Angriff auf fast alle Rechtsgüter, Leben, Freiheit, Eigentum oder Ehre zu verteidigen. So, damit Notwehr gerechtfertigt ist, muss sie als erforderliche Abwehr eines gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriffs dienen. Also im Endeffekt, meiner Auffassung nach wäre hier die Verteidigung des Autos Notwehr gewesen, weil du verteidigst nur dein Eigentum. Deine Ehre jetzt nicht, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich wusste, dass mich jemand aufgenommen hat und dann wird es jetzt online gestellt und ich bin da zu erkennen und ich verliere meine Ehre, wenn ich mich da nicht verteidige, dann hätte man auch sagen können, ich habe meine Ehre verteidigt. Hätte man auch sagen können, rein rechtlich gesehen. So, und um mein Argument jetzt hier einfach auch mal ein bisschen zu stützen, weil das Video habe ich jetzt vor 1-2 Tagen gesehen, einfach mal abspielen. Delikte zur Alltagserscheinung werden. Zählt man die Länderstatistiken zusammen, gab es allein im letzten Jahr über 21.000 Messerattacken, mindestens 60 an jedem einzelnen Tag. Ich kann. Ja, 60 Messerattacken jeden Tag in Deutschland. Aktuell 21.000 Messerattacken. Wir haben in Frankfurt irgendwie jeden Tag eine Nachricht gehabt, dass einer abgestochen worden ist und hier jemand getötet worden ist mit dem Messer und so weiter. Wir haben das jeden Tag gehabt. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu scherzen, so ja, das Messer des Tages sozusagen. Aber dann haut Alice Weidel hier einfach raus, 60 Messerattacken jeden Tag in Deutschland. Das ist so dermaßen heftig. Das ist so dermaßen heftig. Und sie sagt halt einfach auch, dass der öffentliche Raum zu einer No-Go-Area geworden ist. In Frankfurt kannst du als gut aussehende Frau eigentlich sogar tagsüber fast schon nicht mehr in die Stadt gehen, ohne belästigt zu werden. Wenn es dunkel wird, nimmt das rasant exponentiell zu. Es ist unglaublich, wie asozial Frankfurt geworden ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, welches Argument ich jetzt damit untermauern wollte, aber ich glaube, es war das Argument, dass der Typ vielleicht auch eine Waffe hat, weil hier Frank Täger sagt, richtig reagiert, der andere Typ ist irre. Wenn du nicht gut trainiert bist, bringt der Angriff wenig. Personen mit psychischen Besonderheiten sind auch meist nicht einfach so festzuhalten, auch wenn Rambos das gerne behaupten, da hilft Einsatztruppe und im Zweifel Waffen. Jo. Rein rechtlich gesehen, um sich selbst zu schützen, ja, könnte man sagen, richtig reagiert. Am Auto ist jetzt auch nicht der massive Schaden, wenn überhaupt irgendwas nachweisbar ist von den Tritten, von den Schlägen. Da wird es auch dann nochmal schwierig, das Ganze nachzuweisen. Vielleicht hätte er sogar sein Handy zücken sollen und den anderen aufnehmen, um Beweismaterial zu sammeln. Aber in der Praxis, wenn jemand dein Auto angreift und du ein bisschen Testo im Blut hast und dein Shit verteidigst, dann rastest du doch aus, wenn jemand so dein Auto tritt. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Und klar, man könnte sagen, der Typ hat ein Messer dabei. Vielleicht wäre es an dem Tag die 61. Messerattacke gewesen. Von daher könnte man auch sagen, dass der Typ richtig reagiert hat. Vor allem, wenn er nicht gut trainiert ist. Und der Typ sah offensichtlich jetzt nicht gut trainiert aus. Ich meine, der hat hier die Hände in den Taschen mit Brille auf in so einer Nahkampfdistanz. Es ist einfach absolut fahrlässig. Absolut fahrlässig so. Machen wir mal weiter mit den Kommentaren. Wichtiges Indiz für die Überlegenheit unserer Spezies, die Maske im Freien. Ja, er sagt hier, und schön die Hände in der Tasche. Das schreit ja quasi schon nach, hau mir bitte in die Fresse. Und ganz wichtig, die Maske muss sitzen. Hier, der Kollege sagt, das passiert, wenn einem ein Leben lang eingetrichtert wird, dass man Täter ist und bestraft wird, wenn man nur auf den Gehsteig spuckt. Und tatsächlich bekommt man keinen Orden, wenn man so einen vor den Latz knallt, sondern kommt vor Gericht. Ja, aber vor Gericht wird man sehr wahrscheinlich freigesprochen, wenn man das Ganze hier nachweisen kann, dass es Notwehr war, weil man einfach seine eigenen Rechtsgüter, praktisch sein Eigentum, sein Auto verteidigt hat. Unter Zeugen und im Endeffekt der Typ hinten war Zeuge. Wenn der ordentlich aussagt, dann wird man da sehr wahrscheinlich auch freigesprochen und dann passiert gar nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der dunkelhäutige Kollege hier irgendwie rechtlich versiert ist. Hier fordern auch manche ein ganz anderes Waffenrecht und keine Waffenverbotszonen. Das Problem ist, wenn wir ein anderes Waffenrecht hätten, hätte der Dunkelhäutige auch eine Waffe gehabt.
sehr wahrscheinlich. Und wenn das eine Schusswaffe gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Und wir wissen auch nicht, was vorab passiert ist. Vielleicht hat der Deutsche dem anderen einfach die Vorfahrt genommen, hat ihn fast überfahren und der ist halt ausgerastet. Deswegen, man weiß es nicht so. Und alle betiteln ihn jetzt hier als Irren so. Ja, und in Anbetracht dessen und den Neuwahlen ist es halt so, dass vor allem die AfD fordert, solche gewalttätigen Ausländer abzuschieben. Und das auch durchsetzen möchte. Im Vergleich zu allen anderen. Und da ist es wirklich nicht verwunderlich, dass die AfD gerade hier zweitstärkste Partei ist. Bei der Sonntagsfrage Bundeswahl für die Bild am 11.11. Das war gestern. Und jetzt lässt er das Land seit Tagen im Unklaren. Wir diskutieren darüber, ob wir genug Papier für Neuwahlen haben. Leute, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft, die... Ja, aber wir haben natürlich nur Probleme wie diese. Wir diskutieren darüber, ob wir genug Papier für Neuwahlen haben. Leute, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist ja alles nur noch lächerlich, was da passiert. Und deswegen braucht es jetzt schnell Klarheit. Das stimmt. Die Sache mit dem Papier, dass die Wahlleiterin das kritisiert hat, dass jetzt aktuell Neuwahlen nicht oder schwer durchzuführen sind, weil es logistisch schwierig ist, die Wahlzettel zu drucken. Es ist brutal. Es ist brutal. Das hört sich einfach an wie eine Aufschiebung der ganzen Geschichte, um da politisch manche noch zu unterstützen, die da noch ein bisschen den Vergessenseffekt ausnutzen wollen oder ein bisschen mehr Zeit brauchen einfach, um ja, Politik zu machen. Und das kann doch nicht wahr sein. Witzig auch hier, der Pamphletist hat ChatGPT mal gefragt, ob es überhaupt möglich ist, dass Deutschland zu wenig Papier für eine Neuwahl hat. Und ChatGPT sagt, nein, ein genereller Papiermangel würde eine Neuwahl in Deutschland kaum verhindern, da Papier für Wahlen priorisiert und notfalls aus Beständen anderer Bereiche umgelenkt würde. Und gemäß dem theoretischen Fall, dass dein Bundeswahlleiter öffentlich sagt, er habe nicht genug Papier für eine Neuwahl, wie sollte man diese Aussage bewerten? Solch eine Aussage könnte als Versuch interpretiert werden, einen alternativen Grund für Verzögerung zu kommunizieren und sollte genau geprüft werden. Ja, es riecht halt auch komisch. Deutschland hat kein Papier für Neuwahlen. Unglaublich. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.